Affektive Störung ist gewissermaßen Oberbegriff für eine Reihe von Erkrankungen, die etwas mit der Emotionalität, also mit der Affektivität zu tun haben. Man zählt dazu depressive Erkrankungen, niedergestimmt sein, hoffnungslos traurig. Man zählt dazu bipolare Störungen, wo man auch manische Phasen hat mit einer Hochstimmung. Man zählt dazu Angsterkrankungen, wie der Name schon sagt, wo Angst im Mittelpunkt steht. Auch Zwangsstörungen, wo auch wiederum Angst im Mittelpunkt steht. Und noch eine Reihe von weiteren Erkrankungen wie soziale Phobie, also soziale Ängstlichkeit. Das ist gewissermaßen so der Sammeltopf für das, was man als affektive Störung bezeichnet.